Jo, das haben wir schon wieder und kriegen schon wieder Besuch von hinten. Hände weg. Jo, willkommen zurück. Yay, du klingst halt irgendwie so, kränklich. Du, das kränklich. Kränklich, so. Krank. Ah, es geht eigentlich. Müde, vielleicht. Ha? Müde, vielleicht. Ja, nur ein bisschen Schnupfen. Und Huster. Huster. Ja, aber ansonsten war es. Hui. Das ist jetzt wirklich ruhig, Alter. Was tust du da? Ich hab mich im Kreis gedreht. Hui. Weil der rasiert wieder mal. Du bist echt unattraktiv. Das ist mir wurscht. Da, wo könnt ihr jetzt ein bisschen forschen? Keine Ahnung, ich geh da lang mal. Ich geh auch lang mal. Warte auf mich, warte auf mich, warte auf mich. Will ich was essen? Ich is noch vorher was vorsichtshalber. Achso, das hätte ich vielleicht auch da. Nein, ich hab's jetzt dabei. Honey Nuggets sind super, Alter. Ja, das ist das aus dem Bienenzeig. Hey, was bist denn du da? Ich komme. Irgendwo da drüben ist auch Sumpf. Ja. Gut, dann hier hin. Gut, brav abfahren. Aber. Der Sumpf haut mit Stacheln. Und du da das nicht? Na, du Blumen überstachelig sind. Ey, das sind Blumen. Was? Ja. Keine Gedanken mehr. Nur nicht. Da kann man schon. Siehst du? Bist du? Ja, da. Wo ist da? Alte, ich werde eh angezeigt. Da ist man nicht, komischerweise. Ah, nein, da ist man. Ah, doch, da unten bist du. Da, schau. Ja. Da sind sie schon. Aber die sind da, guck mal bei dir nach. Jawohl, jawohl. Tot machen. Futter. Na, die lassen nur Federn fallen. Lassen sie kein Fleisch fallen? Nein. Doch, ich suche. Na, wo ist das Fleisch? Oh, nicht mehr. Ja, aber ganz schön viel auch noch, hä? Oh, passt. So. Schau mal weiter. Dass die so gut mit den Tentakeln zusammenkommen, das ist schon zart. Ja. Oh, schau mal, da sind Schweineköpfe. Oh ja, das ist zum Wiederbeleben. Da oben nämlich, ja. Achso, na, Schweineköpfe, la, deutet auf Moloch sie. Ja, dann werden hier Moloch sein. Ja, wahrscheinlich. Da ist was zum Wiederbeleben. Wo? Ah, da. Cool. Geht, warum nicht? Oh, ich geh mal zurück. Okay. Ich mag nicht mehr. Ich geh jetzt noch weiter, nicht wissen. Okay. Gut ist. Da oben ist ein Moloch hinten. Ah, das sind. Ah, Moloch, ich hab einen. Jetzt viele Moloch. Er verfolgt mich. Hey, komm mit. Jetzt. Ich hab eine schöne Falle für dich vorbereitet. Komm her! Oh, gekommen ist das Fass. Sei doch froh, Alter. Ja, cool. Alter, scheiße. Tackle-Spike habe ich auch. Ja, das brauchen wir für irgendwas zu bauen, habe ich vorher mal gelesen. Ah, mit dem kann ich zuschlagen. Ah, cool. Dann macht das jetzt mehr oder weniger Schaden wie mein Speer? Weiß ich nicht, weil sie das wissen. Boxen Sachen. Ja, ich weiß, dass du Hunger hast. Du kriegst dich schon zum Fressen. Da, mach auf die Tier. Da, friss Sandwich. Let's war. Ratatouille. Dummi. Dummi. Machen wir lang, leider. Dummi. Das ist dummen Wachsen, unglaublich. Ja. In der Nähe. Gar nicht so wenig eigentlich. Sind wir froh, können wir immer Rotz raus. Aber. Kannst du nicht healing, das ist es eingeschmeißen. Ich nehme die Tentakel. Gibt aus zusätzliche Waffen. Ich glaube, irgendwas können wir damit erbauen. Akku-Spikes. Ja. Irgendwas habe ich gelesen, dass wir bauen können. Nein! Jetzt habe ich gegessen. Ich bin im Vollkoffer. Haha. Haha, ist schlecht für dich. Warum ist das schlecht für mich? Ich futter, dann habe ich Hirnschmalzverlust und dann muss ich pennen gehen. Das soll schlecht für mich sein? Ja. Warum sollte das schlecht für mich sein? War ja nicht nur ein Papyrus vom Arno, das war da, glaube ich. Obwohl. Oft! Beim Winter da wir noch aufgekippt. So, ich schau mal Tentakel-Spike.
Ob da was war das? Ich glaube unter Waffen oder so irgendwas, schauen wir mal. Nein, 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 nein. Nein. Nein, nein, nein. Hey, da brauchen wir Kohle. Ohne Netze, Bumerang. Also. Ah, da brauchen wir Papyrus für die Blasrohre. Federn, okay. Dachte, bin hier etwas wohl. Tages Spots braucht man. Ja, Telo-T-Cats. Schaut aus wie ein Beitschen. Was? Aber nicht Spikes, da braucht man Spots. Also Hauptsätze. Aha. Ice Figomatic, Safe Planes, Puts Out Fires. Ah. Hat seine Laterne. Oder? Ja. Dirt Trap, Fucknet, Fishing Rod, Water Balloon, Kompass. Irgendwas macht komische Geräusche. Ja, und das macht mir Angst. Gib mir gleich mal was zum fucking Bauen. Ja. Ja, was? Oder bauen wir einfach eine. Das ist doch fix. Ja, das sind in der Kiste drin. Okay. Aber ich hab keine Ahnung, was da kommt, aber ich möchte es auch nicht wissen. Eine für mich. Und wann nehmen wir mal Reserve? Das wird immer lauter, das Ding. Ich hab eine Falle. Ich glaub nicht, dass das gegen sowas laut hilft. Hey. Oh Gott, ist das nicht wieder der Scheiß? Was? Wir hatten schon mal einen Winter. Wir haben auch recht gut überstanden. Immer noch Feuer? Bis auf eine einzige Sache. Oh Gott. Da. Nicht das Vieh. Oh! Das Vieh. Hochlaufen! Hochlaufen? Macht das. Ja, Alter, das kickt uns jetzt erstmal unser Lager weg. War eh klar. Hallo, oh was Gott. Der Scheiß? Warum schaut unser Weihnachtsbaum so komisch an? Bei dem der. Schaut so aus. Ja. Solange nicht in den Kühlschrank greift, geht's. Oder in Kisten. Ja, das Kisten ist mir auch wurscht, da fällt halt alles raus. Ich glaube mal aus, was geht. Hat uns da alles zerstört, die Sackplatte. Ja, lassen halt. Wie gesagt, solange es nicht unser Kühlschrank ist, ist mir alles scheißegal. Also der verpissen war wieder, oder? Weiß ich nicht, ob der sich nochmal verpisst. Der steht bei unserem Ding da drüben jetzt. Push. Oh, zum Essen. Ja, ich hab's dabei. Da. Irgendwas. Habt ihr auch den Ding gemacht? Oh. Ciao. Na doch nicht, ciao. Wackelt alles. Okay. Wir können friedlich nebeneinander leben. Komisches Viecheteil. Wenn uns der jedes Mal jetzt zerstört, doch. Ja, dann sollten wir halt dann die Tee bauen, dann lassen wir halt das Zeug da oben stehen. Vielleicht haben wir ja seinen Weg verbaut. Verbaut, mal, was haben wir denn daheim, Alter? Er ist weg. Ja, wo ist er denn eigentlich hingelaufen? Ja, dann soll er da unten bleiben. Hey, lass ich auch meine Beete in Ruhe. Nein. Nein, nein, er läuft vorbei. Er läuft woanders hin. Ah, Gott sei Dank. Woher kommt das Drecksvieh? Keine Ahnung. Alter, ich hab alles aufgeklappt, aber da ist viel, viel weg. Ja, kann man sich vorstellen. Haben wir nur Kohle? Ja, die habe ich aufgeklappt, 6-mal. Ach so, na, aber ich brauche 6-mal für einen Topf. Wir haben uns viel, viel weggehaut, Alter. Ja, mei, jetzt läuft nicht oben so herum, Alter.
Wo oben da herum? Da oben, er läuft Richtung Büffel. So ist auch wurscht, bei unten und oben sind Büffel. Ich tue mal da alles einloggen irgendwie, keine Ahnung. Ich schaue mal nach, was er so tut. Ja. Der läuft an die Büffel vorbei anscheinend. Das ist voll witzig. Wird den angreifen oder so? Na? Was mit denn? Da hat ihn nicht da. Der hat ihn aber trotzdem nicht angreifen. Aber er nervt trotzdem. Ja, aber ich darf ihn trotzdem nicht angreifen. Nervt er. Er hat nichts an der Tatsache, dass er nervt. Ja dann, wenn's den umlegen kannst, greif noch. Ich nicht, ich hab kein Abigail. Selbst mit der haben wir es letztens nicht geschafft. Und 30 von 12 Logo, das finde ich sehr uncool von ihm. Ja, mei, gibt Schlimmeres. Ja, jetzt haben wir kein Tent mehr, okay, ein Tent könnte man noch kein bauen. Die Eichenmaschine ist da, aber die nein, warte mal. Wo ist er denn jetzt, das Drecksich? Die Steinsmaschine ist weg. Hallo? Aber ich glaube, die braucht man nicht, wenn die Eichenmaschine steht. Na, außerdem, wenn du schon mal was baut hast, kannst du es bauen auch ohne, glaube ich, irgendwie. Ja, hat sich nichts geändert, wir können trotzdem alles bauen. Ja. Bis auf Nightmare Fuel. Ja Gott, das ist mir auch noch relativ scheißegal. Was haben wir noch gekriegt? Was haben wir da noch stehen gehabt oben? Ja, zwei Kochtöpfe. Okay, jetzt, aber wir hätten Teig für einen Kochtopf ja. Zumindest. Ja, du kannst das Zeug wieder in den Kühlschrank schmeißen, gell? Hab ich schon. Ja. Hab ich schon, ist alles schon wieder drin. Ist da, Kohle ist da. Ein paar Goldstücke oder. Ah, scheiße, der Barometer ist auch weg. Ja. Aber das ist eigentlich nur richtig wichtig vorm Winter. Ja. Weil jetzt kommt sie nur noch drauf, wo entweder wir überleben es oder wir überleben es nicht. Ja, ist das ärgerlich, Alter. Und Kreis muss sowas weg, Alter. Naja. Oh nein. Abigail, ich hätte es jetzt befreien. Ich brauche aber irgendeine lebendige Sie. Haben wir nichts. Ich baue jetzt einmal ein Tent wieder. Ja, tu das. Ropes haben wir eh noch. Was brauchen wir noch dafür? Drei Ropes brauchen wir, Gott sei Dank. Gott sei Dank habe ich kein Groß. Kann man da vielleicht noch irgendwo groß rumfliegen? No. Ah, natürlich nicht. Ja, da ist man da noch. Du hast. Auch gut, also gut. Maus dabei. Ja, du hast den ganzen Rest am Gras gehabt. Müssen wir heute morgen aufgehen und Gras holen. Hilft ja nix. Hilft dir nix. Ich mal liege lauter Fallen um unser Lager herum, Alter. Wir sterben das Ding. Ja, nicht, dass das an Fallen stirbt. Oder an Fallen zu sterben, wenn ich das so. Ja, aber wie gesagt, kannst du noch gerne greifen. Aber lass mich dann erst weglaufen, wenn es nur greift. Hat uns das noch beim letzten Mal angegriffen? Weil da der Abigail noch gelebt hat. Ah, ist der Abigail auf das Viech losgegangen, oder? Ja. Ah, interessant. Weil ich mich daran erinnern kann schon, ja. Abigail ist ziemlich aggressiv, das Viech. Ja. Und dann fackeln uns alle dann lang halber das Lager ab. Hey, das hast du jetzt einmal da, also bitte, bitte mir Respekt. Und in dem Leben schon fast dreimal versucht. Doch, ich hätte das gleiche wie tun. Ja. Ah, es ist Vollmond. Warte. Was? Was, wo war die? Rabbit Putsch. Haus. Da war's. A friendly Scarecrow. Aha. Ich glaube, mit einem friendly Scarecrow könnten wir unsere Vögel besser bewachen oder so. Vor was denn? Vor Vögel, ja? Meinst du, die, aber das sind ja keine Vögel, das sind ja Truthähne. Ja, Vollmond. Ja, ich weiß. Ich schau mal, ob ich... Weil ich muss schlafen gehen, oder? Aha. Ja. Viel Spaß da oben. Ja, ja. Oh! Was ist wahr? Der Viech kämpft gegen die Büffel.
Hätte sich gewinnt. Ist. Ja, ich weiß, das gewinnt gegen Büffel, das ist abnormal übel. Aber ich darf mich nicht unbedingt in die Nähe hinstellen, vielleicht greift das Vieh ja nur am Vollmond an. Aber ich will das Fleisch haben. Na, greift nicht an, ich hol Fleisch. Ja, wie Weihnachten. Das Buffet, Gott sei Dank haben wir genug Büffel da. Ich glaube, das waren aber schon ziemlich die nächsten, die was wir gehabt haben. Weil die anderen zwei marschieren nämlich gerade nach unten. Nein, weil da oben sind auch noch ein paar. Ja. Cool, was habe ich da jetzt gehabt? Keine Ahnung. Ja, wahrscheinlich Büffelhorn oder so ein Scheiß. Na, wie viel Fleisch hast du so? 29. Ich bin bei 19. Das war nicht mein eigentliches Ziel, was da oben eigentlich wird. Na, du willst Gras holen. Yay! Ich find's immer nur amüsant, uns hat er bis jetzt Gott sei Dank noch nicht angegriffen. Ja, auf der kleinen Seite. Ah, scheiß drauf. Was ist? Oh Gott, ich hab jetzt einen von den Büffelsteaks gegessen. Aha. Ich glaube, man kann auch Waffen aus den Büffelsteaks machen. Ja, irgendwas habe ich da mal gelesen. Kann ich da gleich schauen? Nein, ich glaube, es war kein. Doch! Hambed! It takes food to make food. Aha. Kann man sogar bauen. Oh, mal. Okay. Dazu brauche ich einen Schweinearsch. Und Büffel. Und dann bauen wir an. Weil die Kanickel werden schwarz. Wie was? Das passiert, wenn du Hirn-Damage kriegst. Oh, ja. 68. Ja. Oh, ich sollte nochmal pennen legen. Ja. Du das. Das bin ich ja losgegangen eigentlich. Ja. Was brauchen wir eigentlich nur für einen Kochtopf, was wir noch übrig haben? Ich glaube, wir müssen da alles da sein. Nein, es sind nur 5 Kohle da. Also du hast die doch da 6 Kohle reingeschmissen und 1. Na, und ich brauch Storner. Ah, wo hast du die ganzen Storner hier? Hab ich eine geschmissen, eine da. Ah, da, okay. Und Zweige? Hab ich dabei. Ja, die brauch ich dann. Cool aus. Ja. Ah. Ja, könntest du die noch einmal kochen oder so? Oder? Ja, ich warte auf meine Zweige. Achso, ja. Das ist das Falsche, Entschuldigung. Zweige. Ah, scheiße, ich brauche auch Zweige gerade. Das Zweige? Ja. Büffelwolle haben wir jetzt auch genug. Jo. Das Büffelhorn können wir irgendwo lagern. Oh, ja, da eine, oder? Ah, ja. Du das, ja. Komm mal auf so einen Vogel zu. Bitte? Auf so einen Vogel zu. Attack! Ist weggeflogen. Okay, gib mir die Zeige wieder. Liegen in der Kiste. Andere Kiste.
Halt, gibt's Fleischeintopf. Yay. Aber also, was richtig ist zwischen die Zähne. Da hinstellen, weiß ich nicht, ob das so eine coole Idee ist. Stellen wir zu weit, ist das immer so. Ja, aber nochmal können wir uns keine Zeit bauen. Doch, ich hab nur 2 Siegs und 6 haben wir letztens ausgekriegt. 4 haben wir ausgekriegt, also hat ganz okay. Aha, okay. Die haben wir mal gemütlich was in die Meat Stew. Wow, 100%. Geile Scheiße. Nett. Und jetzt geh pennen. Können wir hier in Damage wieder ausgekriegt. So das. Und wir müssen eigentlich schon wieder folgen in der Woche. Ja, du schaust ja auf die Zeit. Genau, also sagen wir mal ciao. Baba, peace out. Ciao, ciao.